Hallihallo Freunde, wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Sky Factory 4. So, wir sind zurück aus dem Nether. Ich habe praktisch nach der letzten Folge direkt beendet die Aufnahme und bin jetzt direkt wieder eingestiegen. Das heißt, es sind wieder ein paar Tage vergangen. Und wie ich sehe, haben wir das Inventar nicht aufgeräumt, aber wir haben Quarz. Stimmt, da erinnere ich mich recht, glaube ich. Wir wollten dann jetzt endlich mal diese Storage-Geschichte in Angriff nehmen, nicht wahr? Und weil dann macht es nämlich auch Sinn, dass wir hier die ganzen Bonsai-Dinger und die ganzen Filling-Dinger da mal bestücken und in Betrieb nehmen. Also, wie fangen wir die ganze Geschichte denn an? Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir das Buch nehmen. Wo habe ich das denn hingeschmissen? Hier. Na, ich würde mal gerne ein paar Cobblestone loswerden. Naja, schmeißen wir die mal hier rein. Eigentlich brauchen wir sie hier nicht. Egal. So, dann müssen wir mal ein bisschen Buch lesen. Also, Buch lesen, Buch lesen, Buch lesen, Buch lesen. Wo müssen wir denn hin? Hier. Nein. Hier. So, hier fangen wir einfach an. Wir müssen erstmal den Processing Controller, ne? Oder? Ja, ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Ich glaube, am wichtigsten ist der Master. Obwohl wir machen, wenn wir es hinkriegen, machen wir sie alle. Wir fangen einfach mit dem Master an. Master Blaster. Craft a Simple Storage Network Master Block. Okay, das kann so schwer nicht sein. Dann versuchen wir das mal gerade. Also, Simple Storage. Achso, das war die Mod, ne? Das Ding heißt einfach Master Block, ne? Ja, da ist das Ding. Storage Network Master. Okay, das Ding brauchen wir. Das heißt, wir brauchen Quarzblöcke. So, da müssen wir mal gucken. Ich habe schon 4 gemacht. Das heißt, wir machen keinen weiteren natürlich. Und wir brauchen ein Diamond. Das haben wir locker da. Stone Slabs und Iron Ingot. Das werde ich nicht so auf Tasche haben, ne? Aber wir hatten doch schon... Da habe ich noch eine Slab. Eine Slab habe ich noch. Hier ist noch glatter Stein. Wunderbar. Also, wir machen noch ein paar Slabs hier fertig. So. Obwohl, von den Kabeln können wir ein paar mehr machen, weil die brauchen wir. Weil das war ja nichts anderes als wie die Kabel. So. Wir machen davon mal eine Rutsche. Achso, haben wir kein Eisen oder was? Cut 5 heißt das Advancement. Cut 5. Ja, das ist ein Cut 5 Kabel. Ich glaube, Cut 5 ist heutzutage schon... Naja, egal. So, 8 Kabel. Dann können wir das Ding schon... Ne, einen Diamant habe ich natürlich nicht auf Tasche. Wo ist, habe ich denn hier Diamanten? Ich habe doch schon mal welche gebaut. Naja, wahrscheinlich nicht gerade jetzt, ne? Also wir usen das mal. Holen uns mal hier einen Diamanten raus. Ach, guck mal, jetzt habe ich das Advancement. Ich hatte doch noch keinen Diamanten gebaut. Naja, egal. So, wir haben den Controller. Oh, wir haben hier ganz viel Wasser. Warte mal. Kann ich das mal wegschütten oder was? Und dann wegräumen. So. Und den Eimer mal hier einfach weg. So, was weiß ich denn. So, als nächstes brauchen wir das, praktisch das Table, das wir darauf Zugriff haben. Hier, Request Block, genau. Den brauchen wir als nächstes. Schauen wir mal. Request Block. Da. Das ist praktisch die Workbench von dem Ding. Der Access Point, wenn man so will. Gold und eine Werkbank. Okay. Was haben wir denn davon da? Okay, die Werkbank fehlt. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Und Gold. Gold, Gold, Gold. Haben wir eigentlich hier Gold? Ne, hier haben wir nur Eisen gebrannt. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Also wir brauchen Gold und wir haben wirklich null, ne? Wir haben nix. Nada. Haben wir hier Gold gemacht, zufällig? Natürlich nicht. Clay, Iron and Dirt. Okay, okay. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das mal raus da und schmeißen mal die Schmelze wieder an, ne? Oder 11 Stück. Ja, kann man mal machen. Auf jeden Fall muss ich jetzt Zeppelinge klatschen, ne? Das hätte ich aber nicht erwartet, dass es damit losgeht. Dass wir jetzt gleich Gold-Zepplinge klatschen müssen. Aber gut, ist halt so. Wir brauchen ein bisschen Gold. Ich weiß nicht, wie viele. Ich hoffe, 2 Bäume reichen. Ich glaube, mal 2 Ingos brauche ich. 2 Ingos. Erstmal. Ich weiß nicht, was später noch kommt. Wir brauchen ja auch die Link-Kabel. Ich weiß nicht, was ich für die Link-Kabel brauche. Ehrlich gesagt. Wo habe ich denn meine Axt? Hier. Da. Oh, ich habe das natürlich. Warte mal. So.
Gut, also ab dafür und ab dafür. Das wird wahrscheinlich nicht genug sein, ne? Ich mach mal gleich noch zwei weg, weil das wird nicht reichen. Nochmal. Komm schon. Er ist schon gewachsen. Schön. Oh, ist der klein. Ein Minionbaum. Gelb ist er ja schon mal. So, her damit. So, jetzt probieren wir mal, ob wir genug haben. Für ein bisschen Gold. Gold, Gold, Gold. So, weg, weg, weg. Ne, die Zepplinge gehören hier nicht rein. So. Das bisschen Ordnung, was wir haben, müssen wir uns bewahren, solange wir noch kein Dingens haben. Kein Storage-Kram. So, jetzt erstmal Gold fertig machen und dann nach Eisen. Was halten Sie davon? Jo, schmilzt relativ schnell. Dürfen wir zügig hinkriegen. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, ob wir den die Linkkabel oder machen wir den Controller. Ich weiß es nicht. Wir hauen erstmal noch ein paar Kabel raus. Also die nochmal. Und am besten sogar nochmal. Nee, hallo. Diese hier. So, und dann, ich gebe einfach mal, kann ich nicht Simple Networks eingeben einfach? Das wäre einfacher. Simple, genau. Da dürfte jetzt alles sein. Genau, das sind jetzt die Linkkabel brauche ich, um Sachen zu verlinken. Genau, da gibt es noch Export, Import und Processing. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen, was das alles bewirkt, aber spielt erstmal keine Rolle. Komm mal hier, können wir sogar Generatörchen ballern. Okay, also Linkkabel könnten wir, brauchen wir Truhen und normale Kabel. Dann kriegen wir 4 Stück, dann können wir schon mal. Haben wir noch Truhen? Wir müssten doch noch. Obwohl, für die, ach hier sind noch Truhen. Für die Filling-Dinger haben wir auch noch einige Truhen schon weggeballert, ne? So. Einmal. Nochmal. Eigentlich brauchen wir sie nochmal. Und dann brauchen wir auch schon wieder Kabel, ne? So. Dieses dauernde Hin- und Her-Getappe, was soll das denn? So. Weil wir müssen das hier unten noch ein bisschen aufbauen, ne? So, Gold-Ingos sind da. Nehmen wir mal nur die 4 mit, die wir brauchen. Und dann können wir den hier schon bauen, ne? Genau, den haben wir. Den müssen wir auf jeden Fall hier irgendwo zugänglich bauen. Vielleicht könnten wir einfach den hier ersetzen. Dann haben wir nämlich unten guten Zugang, ne? Ja, das können wir eigentlich machen. So. Ob das denn so bleibt, final, keine Ahnung. So, jetzt brauchen wir noch, also, oder wollen wir Remote erstmal sein lassen? Eigentlich wäre es auch wurscht, ne? Wie teuer ist denn das Ding? Bisschen Kabel, bisschen Gold und dann Slime. Okay, Slime haben wir noch nicht. Und Glowstone, haben wir eigentlich Glowstone von unserer Tour? Ne, Glowstone haben wir auch noch nicht mit. Okay. Ja gut, ist egal. Dann machen wir das erstmal so. Und steigen jetzt ab und gucken uns das Ganze mal an. Also da ist, genau, das verbinde ich jetzt einfach mal mit dem Korbel. So, hallo? Hallo, was soll das denn? So, jetzt ist die Frage, wir müssen nämlich hier hin mit dem ganzen Zeug, weil hier stehen die ganzen Filler, ne? Bis wo denn? Bis hier? Hallo, bau doch mal ab. Ja, da sind sie. Da ist keiner. Da muss dieses Slab wieder hin. Moment. Uno momento. Okay, also hier müssen wir überall Linkkabel hinmachen. Da können wir schon mal abreißen hier. So, hier auf. Wie weit sind wir denn hier? Die Reihe war komplett, oder? Genau, dann ging es hier weiter. Aber hier weiß ich nicht, wie viele. Okay, bis dahin. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir müssen die Linkkabel da dran klatschen. So. Und hier auch. So, haben wir die schon mal durch. Ich kann hier auch nochmal ein Kabel dran bauen, weil wir es gerade haben. Komm. So, dann müssen wir das natürlich verbinden hier.
So. Dann war das schon mal gebrückt und hier natürlich auch. So, okay. Das sieht gut aus. Das heißt, wir haben hier überall eine Verbindung und dann brauchen wir eigentlich... vielleicht ist das auch schon zu tief hier. Vielleicht können wir den ganzen Storage-Kram hier oben lassen. Dann können wir hier unten nämlich gemütlich laufen und da oben stört nichts. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Das heißt, wir machen erstmal hier so ein Kabelchen dran. Dann bauen wir den Master da dran, dass das Storage auch funktioniert. Und dann verlinken wir jetzt hier ganz plump die ganze Geschichte. So, jetzt dürfte... Gut, jetzt müssen wir mal hier die Suche ausschalten. Ist nichts drin. Okay, also fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Okay. Ach, Mann, was suche ich denn da? Die Filler sind doch alle leer. Da kann nichts drin sein. Ja, das war jetzt schlau. So, was wir denn noch brauchen? Erstmal hier runterfallen. Wir brauchen nämlich noch eine Sache, die ich mir überlegt habe. In meinem Leichtsinn. Wir bauen einen, wie hieß denn das Ding? Chest Builder. Da können wir eine riesen XXL Chest bauen. Und zwar alles in einer Kiste. Das wäre natürlich, wo ist denn das Ding? Shulker Box. Ich will keine Shulker Box. Heißt das Ding überhaupt Chest Builder? Personal Chest, nein. Item Collector, Armee Chest. Okay, wir müssen einmal ins Buch gucken, weil im Buch muss es stehen. Das gibt es nämlich auch als Advancement. So, hier. Craft a Maximum Size Compact Storage Chest. Aber dafür brauche ich den Builder. Wie heißt der denn? Och, Leute. Ist das auch von Simple Storage? Nee, ne? Doch. Stand da doch, ne? Simple... Jetzt werde ich diesen blöden Chestbilder nicht finden. Really? Heißt der überhaupt Chestbilder? Wenn ich mal Builder reingebe. Doch, da ist er doch. Chestbilder. Hä? Habe ich das vorhin falsch geschrieben? Weil der ist nicht teuer. Der kostet hier ein bisschen Hebel und ein bisschen Gekröse. Warte mal. Hier Hebel. Einmal. Und nochmal. So, zwei Hebel und den Rest dürften wir, obwohl eine Truhe haben wir natürlich nicht. So, dann haben wir das Ding schon. Und dafür brauchen wir natürlich eine Menge Stuff. Müssen wir mal gucken, so wie immer, ne? Komm, den bauen wir hier direkt neben, was soll's. Was soll der Geiz? So. Dann stört er wenigstens nicht. Stört das Bild hier nicht. Was für ein Bild. So, okay, hier können wir natürlich hier die Reihen auswählen. Das ist Quatsch, hier ist die Farbe. Also hier sind die Reihen und hier sind die Spalten, Reihen, Spalten. Und das gleiche geht auch mit dem Rucksack. Und das kostet natürlich immens Zeug. Das ist klar, ne? Also wir brauchen hier 64 Zäune, 4 Clay, 64 Eisen und 18 Truhen. Oh, Sonne geht unter. Aber theoretisch könnten wir das doch schon hinkriegen, oder was? 64 Eisen könnte eng werden. Wird es auch? Wir haben kein Eisen mehr. Ich weiß nicht, ob ich das investieren sollte, aber ich glaube doch. Ich glaube doch, du. Das ist Iron noch. Das ist auch Iron. Ich glaube, wir so. Oh, hier ist keine Werkbank mehr. Moment. So. Ambas wollte ich machen, ne? Use. 17. So, hier bitte weitermachen. Ich brauche dringend Eisen. Warte mal, ich mache das mal in die Truhe. Nee, das nicht. Das muss ich essen. So. Okay. Und dann machen wir mal den ganzen Rotz. Obwohl, wenn wir gleich die Truhe fertig haben, wir müssen Zäune machen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Unmengen an Holz. Wo haben wir denn Holz einsortiert hier? Krankerweise. Weil es unnötig ist. Wir haben bald unser Storage-Dingens fertig. Dann brauchen wir kein Holz mehr. So. Und so. Und so. Ich brauche 18 Truhen, jetzt habe ich 24. Auch egal. Die brauche ich noch für die Filling-Dinger da. So, 18 Truhen.
Zäune. Ich brauche ohne Ende Zäune, ne? So. Gucken wir mal. 48. War das 44, was ich brauche? Moment. Nee, ein Stack. Ein ganzen Stack. Okay, kriegen wir aber hin. Ist alles kein Problem. Das ist ja auch noch eine ungerade Zahl. Mann, wie ärgerlich. Egal, stört uns gleich nicht mehr. Wir haben gleich genug Platz. So, 18. Hier haben wir 64 Zäune und alles voller Müll hier. Und ja, den Müll müssen wir hier mal, warte mal. So, ein bisschen Holz müssen wir walten. Der Zaun kann auch weg. Eisen. Wir haben noch 16 Eisen hier auf Tasche. Dann haben wir hier noch. Okay, das können wir dann... Ich glaube, das kann man auch da reinlegen und es bleibt da drinnen liegen. Oder? So, jetzt noch 4 Clay. Clay haben wir doch gepflanzt hier, ne? Ist das Clay? Ja. So? Vielleicht? Vielleicht so? La. Clay haben wir genug. Okay, jetzt 4 Clay da rein. Und wir können die Chest bilden. Welche Farbe nehmen wir denn? Ich glaube, das ist so eine Universaltruhe. Ne? Machen wir mal einfach weiß oder... Oder wie wäre es mit Orange? Hier so vielleicht. Hier so. Ist auch egal. So, Chest her. So, und diese Chest ist riesengroß. Dann brauchen wir aber noch ein Linkkabel, ne, dass wir die anschließen können. Moment, wir brauchen ein Linkkabel. Kann ich das... Hier brauche ich aber erstmal noch mehr. So, kann ich dann hier auf Use klicken. Kommt dann das Linkkabel. Storage Linkkabel, da sind sie doch. Und zack, haben wir sie. That was easy, guys. So, gleich ist das hier vorbei. So, also beginnen wir runter. So. Zack. Und dann machen wir die Truhe. Ich würde sagen, wir machen sie einfach hier in die Luft. Weil das sind einfach die, das ist der Universalspeicher. Wenn man so will. Machen wir dann das Linkkabel mal da dran. So. Und dann einfach die Truhe da dran. So. Und die ist so groß, Freunde. Bam. So, wenn ich das jetzt hier reinmache, willkürlich, irgendwie halt, dann dürfte er das gleich schon anzeigen. Und zwar hier. Ja. 486 Clay, bla bla bla. Okay, Storage-Kram funktioniert. Und wir haben erstmal genug Speicherplatz, sag ich mal. Speicherplatz. Das heißt, den machen wir hier alles raus. Reißt die Truhen hier gleich ab. Und wir nutzen das hier nicht mehr. So bin ich halt. Weg damit. Die Truhen können wir woanders für verwenden. So. Alles weg. Ich mache erstmal alles weg. Ich achte mal auf nichts. Ich achte auf gar nichts. Oh, das Essen kann ich behalten. Muss ich eh mal. Fällt mir gerade ein. Sehe ich gerade. So. Schlabber. So, die auch leer. Ach ja, die ganzen Pflänzchen. Es gibt doch ein Befehl. Was ist das? Bone Block. Es gibt doch irgendwie einen Befehl dafür, oder nicht? Wie kann ich denn da hier alles runter tabulieren? Wie ging das nochmal? Weiß keiner, ne? Müsste ich gleich googeln, aber ich will jetzt nicht googeln. Jetzt hört man schon meine Maus klicken, ne? Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. So, schön. Ich freue mich. Dann haben wir endlich diese Storage-Geschichte hinter uns. Ich freue mich darüber. So. Und dann können wir da hier oben ein bisschen mehr Luft verschaffen. Dann sehen wir nicht immer da gegen den Berg. Wir müssen uns gleich auch mal um Clay kümmern. Wir werden noch Clay brauchen. Fertil, Soil. Und glatten Stein brennen. Müssen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. So, also die ganzen Sepplinge. Ich würde die ungern da reinmachen. Weil die das vollmüllen. Weil die Sepplinge sollen später da hinten rein. Und nicht in die Truhe. Weil die müllen schon die Truhe dann zu. Ne? Das ist einfach so.
Genauso wie dieses Zeug. Das soll eigentlich... Was ist das denn? Das habe ich noch nie. Man kann mit dem Mausrad die Items runterscrollen? Das... Also... Seit wann ist das denn? Ich gehe hier rüber. Blub, 8 Stück. So. Blub, 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 8 Stück. Fertig. Oder wieder 8 Stück hoch. Nee. Das kannte ich gar nicht. Ich bin mittelschwer verwundert. Okay. Aber wahrscheinlich aus Gewohnheit heraus werde ich das wahrscheinlich gar nicht nutzen. Aber gut. Oh, 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 oh. Habe ich alles mit? Ja. Sehr gut. Also alles rein hier in... Stimmt. Warum mache ich das nicht hier rüber? Das hat doch hier Connection zur Kiste, oder nicht? Hm? Müsste doch. Was haben wir denn noch? Du? Ach, das muss alles runter eigentlich. Ab. Abbauen. Abbauen. Oh Mann. Abbauen. Oh nee, das falsche Werkzeug. Blöp. So, alles voller Stein. So, dann müssen wir unten ein bisschen umbauen. Moment. Ich brauche einmal das Link, den Link, die Link-Geschichte. So, kann ich das jetzt, wenn ich das jetzt da reinlege, kann ich das runterscrollen? Ach, hier geht's wieder nicht. Schade, Mann. Hab mich so gefreut, irgendwas Neues entdeckt. Wie machen wir das denn? Wir brauchen dann wieder eine Truhe, ne? Eine Doppeltruhe am besten. So, müssten wir doch haben. Da. Och man, diese ganzen Steine hier. So, Doppeltruhe. Wie machen wir das? How do we do that? Ich würde jetzt sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir bauen die Truhe. Da muss ja noch ein Linkkabel hin, ne? Das können wir ja schon mal verbrezeln. So, nee, das brauchen wir auch gleich. Also, Linkkabel machen wir mal auf die Seite hier gegenüber. Warum nicht? Nur das Ganze braucht gar keinen Strom, ne? Habe ich noch nicht erwähnt, ne? Ist auch kein aufgefallen, ne? Das Ganze braucht keinen Strom. Cool, ne? Jo, so, wir müssen... So geht das doch gar nicht, oder? So wird das nicht gehen. Oder kann der die Kiste so befüllen, von unten? Kann er sogar. Okay, kann das auch von der Seite? Der kann auch gar nichts, oder? Von der Seite kann er es nicht. Ich würde den ja... Ach, Mann, schade. Egal, dann machst du eben von unten deine Arbeit. Komm, die machen wir wieder alle hier rein. Ich will die da nicht haben. In der normalen Kiste will ich die nicht haben. Hier, raus damit. Boah, ist die schon voll. Wahnsinn, Wahnsinn. Nicht schlecht. So, weg damit. Nehmen wir mal 2 Stacks mit. Und hier war noch einer, glaube ich. 3 Stacks und die können wir gleich mal verbrennen. Verbrennen, wir verbrennen. Bisschen Lehm, bisschen Lehm. Bisschen Bricks, bisschen Brucks. So, dann brennen wir glatt einen Stein. So. Oh, da war nicht genug mit Kohle. Da war nicht genug Kohle. So. Okay, Freunde, wir sind, glaube ich, am Ende der Folge. Wir haben ja übersichtlich viel geschafft, finde ich. Ich hätte gedacht, ich schaffe mehr in dieser Folge. Aber zumindest haben wir unser Storage-System fertig. Wir können ja vielleicht nächste Folge noch... wo habe ich denn mein Buch? Habe ich denn mein Buch jetzt hier reingemacht? Jo. Vielleicht können wir ja nächste Folge noch hier so ein bisschen die Fernbedienung machen. Den Processing Controller brauchen wir, glaube ich, wenn wir mit Import und Export arbeiten, glaube ich. Ne? Weiß ich nicht genau. Aber um das hier alles zu vervollständigen, werde ich auch den bauen. Natürlich. Hier die Truhe haben wir. Schön. Jetzt können wir natürlich hier jede Menge... Naja... Zeug bauen, was irgendwie irgendwas lagert. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man hier so ein Fass macht oder so. Und dann kann man vielleicht später, wir werden ja Lava generieren und müssen ja auch Lava verteilen später in die Schmelze und was wir alles bauen. Und dann brauchen wir natürlich einen Platz für Lava. Und das wäre vielleicht so eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Freunde, schauen wir mal. Moin Bob. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und dann obwohl, das mit dem Sand hier, ne? Das kann man beschleunigen mit Redstone-Signal, ne? Das hat wahrscheinlich auch jeder gewusst, außer ich. Weil wir werden ja einiges davon brauchen hier. Wir müssen ja noch mehr Filler bauen. Filler.
Egal, Freunde, bis zum nächsten Mal und dann wird's fröhlich weitergebaut. Bis dahin, ciao.